Möglicherweise Ärger in deinem Abschnitt. Bestimmt ist die Beleuchtung ausgefallen. Wieder. Im Bunker versucht jemand auf das Konto des Verteidigungsministers zuzugreifen. Wenn Sadiq diese Daten bekommt, ihr müsst ihn aufhalten. Koste es, was es wolle. Kümmer mich. Keine Bewegung! Stehen bleiben! Wieso zirkuliert hier keine Luft mehr? Die Belüftung ist aus. Ich will keine Probleme, ich will Lösungen. Wie sieht es bei den Geiseln aus? So. Wir beide wissen, dass du mir alles verraten wirst. Sie bekommen keinen Zugriff. Sie könnten Amerika vernichten, einen Weltkrieg beginnen. Aber Kriege interessieren mich überhaupt nicht. Ich will die einzige Waffe, die noch zählt.
Informationen. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Du hast doch gar nicht die Wahl. Du darfst dir nur aussuchen, wie weh es tut, bevor du tust, was ich sage. Leck mich! Es ist jemand im Bunker. Spezialeinheit. Zuerst den Ringfinger. Nein, 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 nein! Du bist wirklich hartnäckig. Wo ist Fischer? Genau hinter dir. Und jetzt werde ich Geisel im War Room? Kleiner Hinweis für dein Team. Für wie dumm hältst du mich? Festhalten! Ich war nie ein Freund subdermaler Funkgeräte. Viel zu schmerzhaft. Ich habe deinen Kollegen, Fischer. Lass uns in Frieden. Und ich lass ihn am Leben. Mitnehmen. Fischer lässt ihn niemals zurück. Geiseln transportbereit machen. Bravo, wir bringen die Geiseln zum Tunnel. Oh Gott, bitte, helft mir! Was ist nur in dich gefahren? Der verblutet uns und stirbt? Gib mir die Aderpresse. Nimm lieber die andere Hand. Nein, nein, nein! Bitte, hört auf! Er wird aufhören. Wenn du willst, dass er aufhört. Oder er nimmt dir noch diese Finger und deine Zehen. Sogar deine Zähne! Ich gebe euch, was ihr wollt. Wieso opferst du die Hand? Jetzt übertrag die Datei. Nein, tun Sie es nicht! Es tut mir so leid. Ich fürchte, du hast das nicht zu Ende gedacht. Das riskierst du nicht. Wieso auch? Willst du ihn töten? Das kannst du doch gar nicht. Tut mir leid. Nein! Führ uns zu eurem Flugzeug. Helft ihm hoch. Hier spricht Majid Sadiq, der Anführer der Männer in Bunkeranlage F. Wir kommen mit unseren Geiseln raus. Wir lassen sie gehen, wenn wir freies Geleit erhalten. Jeder Angriff auf uns wird Erschießungen zur Folge haben. Gib ihn mir. Vorsicht, da werden Scharfschützen sein, die nur auf einen Fehler von euch warten.
weiß, du kannst nicht antworten, Sam. Wenn die Denver verlassen, ist alles aus. Halte ihn unbedingt auf. Durchsuch das Flugzeug, sobald wir an Bord sind. Sadiq! Du verblutest hier. Bring es zu Ende, Sam. Scheiße. Grim, Briggs braucht einen Sanitäter. Ich folge Sadiq. Okay, wird erledigt. Es ist aus! Nein, das ist gerade erst der Anfang! Scheiße. Komm schon. Hattest du dir dein Ende so vorgestellt? Fischer!